Ödipus und Theseus. Die Kolonäa hatte große Ehrfurcht vor dem blinden Ödipus erfüllt, der in seiner Verbannung noch so gewaltig erschien. Sie rieten ihm, durch ein Trankopfer die Entweihung des Furienhaines zu sühnen. Erst jetzt erfuhren auch die Greise den Namen und die unverschuldete Schuld des Königs Ödipus. Und wer weiß, ob das Grauen vor seiner Tat sie nicht aufs Neue gegen ihn verhärtet hätte, wenn nicht ihr König Theseus, den die Botschaft herbeigerufen hatte, jetzt eben in ihren Kreis getreten wäre. Dieser ging freundlich und ehrerbietig auf den blinden Fremdling zu und redete ihn mit liebreichen Worten an. Armer Ödipus, mir ist dein Geschick nicht unbekannt und schon deine gewaltsam geblendeten Augen sagen mir, wen ich vor mir habe. Dein Unglück rührt mich tief in der Seele. Sage mir, was du bei der Stadt und mir suchtest. Die Tat, zu der du meine Beihilfe verlangst, müsste eine schreckliche sein, wenn ich mich von dir abwenden könnte. Ich habe es nicht vergessen, dass auch ich gleich dir in fremden Landen herangewachsen bin und viele Fährlichkeiten ausgestanden habe. Ich erkenne deine Seelennadel in dieser kurzen Rede, antwortete Ödipus. Ich komme, dir eine Bitte vorzutragen, die eigentlich eine Gabe ist. Ich schenke dir diesen meinen leidensmüdigen Leib. Freilich ein sehr unscheinbares Gut, aber doch ein sehr großes Gut. Du sollst mich begraben und reichen Segen von deiner Mildigkeit ernten. Fürwahr, sagte Theseus erstaunt. Die Gunst, um welche du flehst, ist klein. Verlange etwas Besseres, etwas Höheres, und es soll dir alles von mir gewährt sein. Die Gunst ist nicht so leicht, als du glaubst, fuhr Ödipus fort. Du wirst einen Streit um diesen meinen elenden Leib zu bestehen haben. Nun erzählte er ihm seine Verjagung und das späte und eigennützige Verlangen seiner Verwandten, ihn wieder zu besitzen. Dann bat er ihn flehentlich um seinen Heldenbeistand. Theseus hörte aufmerksam zu und sprach dann feierlich: Schon weil jedem Gastfreunde mein Haus offen steht, darf ich meine Hand nicht von dir abziehen. Wie sollte ich es tun, da du noch dazu mir und meinem Lande so viel Heil versprichst, von der Hand der Götter an meinen Herd geleitet werden wirst? Er ließ dem Ödipus hierauf die Wahl, mit ihm nach Athen zu gehen oder hier in Kolonos als Gast zu bleiben. Dieser wählte das Zweite, weil ihm vom Schicksale bestimmt sei, an der Stelle, wo er jetzt eben sich befinde, den Sieg über seine Feinde davonzutragen und sein Leben rühmlich zu beschließen. Der Athenerkönig versprach ihm den kräftigsten Schutz und kehrte in die Stadt zurück.